Hallo Leute, heute will ich mit euch das Thema reden, Sehbehinderung, was ich mit euch gerne auch nochmal reden will, weil es auch nie auf meinen Kanal kam. Aber bevor ich über das Thema Sehbehinderung rede, will ich direkt am Anfang des Videos noch ein paar Sachen sagen, die jetzt bald auf euch zukommen werden, oder eher gesagt auf mich. Mich hat Brechtpark, wie ihr da oben bestimmt schon lesen könnt im Titel, oder steht glaube ich unten. Der macht mich zum Kanal der Woche. Den Text von denen kann ich auch gerne hier irgendwo mal einblenden. Den er mir geschrieben hat. Auf jeden Fall die nächste Zeit oder die nächsten paar Wochen oder Tage werde ich vielleicht bei Michael Brechpack Kanal der Woche. Das tut er sogar schon bestätigen, dass er meinen Kanal im Visier hat. Finde ich auf jeden Fall mega geil. Und auf jeden Fall mega vielen Dank an euch, dass ihr unter dem letzten Video so aktiv war und das immer wieder kommentiert auf seinem Kanal. Also auf jeden Fall vielen Dank an euch. Ohne euch hätte ich das vielleicht niemals gepackt, um bei Mr. Brechpark Kanal der Woche zu werden. Auf jeden Fall dabei schon mal vielen Dank. So, und jetzt möchte ich noch eine YouTuberin empfehlen, die macht auch Videos über Behinderung, die heißt Behindert aber glücklich. Die macht auch sehr tolle Videos. Der Kanal ist unten mal in die Videobeschreibung verlinkt. So, und dann müsste ich noch einen Kanal grüßen. Seine Nachricht ist hier eingeblendet. Liebe Gruß an Kevin. Und jetzt fangen wir mit das Thema ganz normal an. So. Sehbehinderung. Sehbehinderung gibt es ja in mehrere Formen. Zum Beispiel, entweder braucht man nur eine Brille, wenn man jetzt zum Beispiel, so wie ich zum Beispiel, ich habe eine Hornhautverkrümmung. Das bedeutet, dass das Auge flackern tut. Und deshalb brauche ich eben eine Brille. Und weil ich eben diese Hornhautverkrümmung habe, darf man normalerweise keine Kontaktlinse tragen. Deswegen kann man dafür eben nur normale Brille tragen. Viele Menschen haben ja Brille, wenn die ja irgendwie eine Schwäche haben, die Augen zum Beispiel nicht genug Sehstärke haben und um andere. Aber es gibt auch Sehbehinderungen, wo man auch natürlich auch fast blind ist. Es gibt eine Krankheit über Sehbehinderung, die immer schlimmer wird. Anders wie jetzt Leute, die einfach nur eine Brille benötigen. Zum Beispiel, es gibt Menschen, die bekommen im Laufe ihres Lebens irgendeine Krankheit. Eine genaue kann ich es gerade nicht nennen. Aber diese Krankheit kann halt eben diese Sehstärke von das Auge immer über die Jahre verringern. Man wird zwar vielleicht nie ganz blind, aber man sieht dann die Umwelt sehr verschwommen, fast grau, also richtig schön verschwommen, sodass man auch nicht mehr viel erkennen kann, sodass man für viele Dinge auch einige Hilfe benötige, zum Beispiel so ein Blindenstock kann man dafür gebrauchen. Wie schon gesagt, auf jeden Fall so ein Blindenstock wäre auf jeden Fall dafür eine gute Hilfe. Es gibt natürlich auch die Leute, die jetzt zum Beispiel blind auf die Welt kommen. Das gibt es natürlich auch, was ich kurz nochmal anspreche. Was noch geben kann, dass andere Menschen zum Beispiel eine OP bekommen für ihre Sehbehinderung. Da gibt es zum Beispiel viele Sehbehinderungen sind therapierbar, will ich jetzt kurz nochmal ansprechen mit euch. Da gibt es zum Beispiel mehrere Stufe davon, also nicht Stufe jetzt. Wenn man jetzt aber eine Sehbehinderung hat, die immer schlechter wird, so eine Krankheit darüber, da kann man gewisse Behinderungen davon durch eine OP beheben und die Sehstärke von dem Auge sogar teilweise komplett wiederherstellen. Das finde ich eine sehr, sehr große Klasse. Also das ist ziemlich geil, da man da so auch die Sehbehinderung, sag ich mal, wegbekommen kann. Kurz gesagt. Ich habe auch mal gehört, wenn jetzt Menschen, sag ich mal, komplett blind sind,
Ich bin mir nicht wie ganz sicher, wie es geht. Ich glaube, es ist in Ägypten so. Kann, glaube ich, sein. Da wurde Sehbehinderung auch therapiert. Zum Beispiel Personen, die eigentlich komplett blind waren. Also komplett blind. In dem Sinne von schwarz oder komplett grau. Die Behinderung kann man zum Beispiel, habe ich auch mal gehört, kann man mit einer OP, dem mit so einer kleinen Nadel, genau, Details kann ich hier nicht sagen, weil ich natürlich nicht weiß, wie das geht, kann man dann in die Pupille reinstechen und irgendwie das ganze Prozedere halt, und dann kann man die Sehstärke auch wieder herstellen. Finde ich auf jeden Fall auch eine richtig geile Sache, da man eben so eine Blinde so relativ sogar heilen kann, aber leider ist halt eben nicht bei jeder Sehbehinderung so. Viele Sehbehinderungen ist so ausgelegt, die kann man leider nicht therapierbar, wird immer schlechter, und das ist eben sehr, sehr traurig, weil man will natürlich dann die ganze Umwelt wahrnehmen. Und jetzt kommen mal so die kleinen Vorteile, die aber so eine Sehbehinderung geben kann, aber natürlich auch wiederum einen kleinen Nachteil hat. Der Vorteil ist, wenn man sehbehindert ist oder zum Beispiel komplett blind wäre in dem Fall, dann tue ich ein paar Gesinne, also Sinne von dem Körper, sich schärfer, also die werden einfach stärker, aktiver. Zum Beispiel das Gehör wird zum Beispiel, wenn man jetzt sehbehindert ist, bei vielen Personen aktiver, die zum Beispiel ein extrem gutes Gehör habe, dann muss zum Beispiel teilweise die Leute noch höre aus dem Nachbarraum zum Beispiel, und auch verstehen, was die gesagt habe. Das ist zum Beispiel ein Vorteil, was Sehbehinderung habe. Die haben ein verdammt gutes Gehör. Das sieht man zum Beispiel bei vielen Tieren, die es komplett blind sind, wie zum Beispiel Maulwürfe. Die sind ja von Geburt aus an komplett blind, die können nicht sehen, können aber dafür verdammt gut hören. So, jetzt kommen wir zu einem kleinen Nachteil, als Mensch natürlich jetzt wieder. Wenn man natürlich gut hören kann, wunderbar, kein Ding. Auf jeden Fall eine gute Sache, wenn man gut hören kann. Aber das Medium nicht zu sehen oder fast nichts mehr zu sehen, als Mensch vorher sehen konnte und später nicht mehr, das ist ja, würde ich mal so sagen, extrem tragisch. Der kann zum Beispiel seine Umgebung nicht mehr sehen, die Person nicht mehr sehen, der kann im Internet, sag ich mal, wenn er es früher gerne gemacht hat, kann die Videos gucken, der kann die ja nur hören, aber nicht sehen. Oder wenn er zum Beispiel ein Gamer war, der kann zum Beispiel nicht mehr zocken. Das kommt auch noch dazu. Ist auch noch sehr tragisch. Weil Sehbehinderung, aber wir können auf jeden Fall, ich würde mal sagen, die können ja das, was ich früher gemacht habe, wo ich sehen konnte, ja nicht mehr machen. Da würde da gewisse Dinge wegfallen. Zum Beispiel an dem PC zu arbeiten. Natürlich fällt den Punkt jetzt nicht ganz weg. Es gibt viele Behinderungen, die jetzt mit etwas Hilfe an dem PC arbeiten können, aber nur das, was wegfallen würde an dem PC, wäre das Medium für eben das Bild zu sehen. Sprich zum Beispiel Videos angucke oder Spiele angucke oder über Videospiele, oder zum Beispiel, wenn sie sich einen Film angucken will im Internet, zum Beispiel auf Netflix oder so, das könnte dann wiederum nicht. Es war nur höre, aber der könnte dann leider kein Bild sehen. Dasselbe bei Fernseher, wenn ihr jetzt Fernsehen gucken will, geht nicht, fällt auch weg. Und die komplette Umgebung, braucht man nicht zu reden, der kann da eben auch dann leider nicht sehen. Der hat viele Hindernisse im Alltag, auf jeden Fall, die haben dann ein riesig großes Handicap. Aber weil die Technik ja heute relativ gut ist, habe ich damit, sag ich mal, eine Hilfe mehr, weil früher, ich sag mal so, zum Beispiel vor 100 Jahren,
gab sowas noch nicht, wie die Technik, da man sich zum Beispiel Texte vorlesen kann als Sehbehinderter zum Beispiel. Gab es vor 100 Jahren zum Beispiel nicht. Und da hatte die bestimmt noch viel, viel größere Handicaps. So, ich möchte hier dann jetzt gerne gleich mal das Video beenden. Könnt liebe gerne mal die Kommentare sagen, was ihr über das Thema halten tut. Könnt ihr mir gerne mal darüber diskutieren. Und hier habe ich noch ein paar Umfragen reingetan für euch. Könnt ihr jetzt gerne beantworten. Auf jeden Fall, wie schon gesagt, könnt gerne eure Meinung über Sehbehinderung in die Kommentare schreiben. Könnt gerne ein Like da lassen. Dann sage ich mal, wir sehen uns bei meinem nächsten Video, Leute. Kommt dann bestimmt heute Abend online mit Louis. Ihr werdet mit denen heute wieder ein Video aufnehmen mit Louis Esper. Und dann sage ich mal, wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute, und haut rein!